Ja, das nächste Jahr im September ist die Premiere von dem Stück Umbra. Jetzt sind Sie am Probo. Wie muss man sich das vorstellen, so einen Probetag? Also einen Probetag muss man sich in der jetzigen Phase noch vorstellen, dass der wirklich gesplittet ist. Ein Musical, das ganz viele verschiedene Sachen beinhaltet. Im Theater, Tanz, Gesang, auf der Bühne sich bewegen. Es ist momentan alles gesplittet und jetzt sind wir schon langsam in der Phase, wo bald einmal an die Zusammensetzung gehen, von diesen ganz einzelnen Sachen, was das Musical beinhaltet. Ist das die grosse Schwierigkeit? Das Musical ist ja die komplexeste Disziplin, kann man sagen. Singen, Schauspielen, aber auch Tanzen, dass man alles kann, ist ja die Schwierigkeit, oder? Für die Darstellerinnen und Darsteller. Ich glaube genau, ja. Musical-Darsteller, das müssen absolute Allrounder sein. Die müssen gut können bewegen, gut können singen, müssen auch noch schauspielerische Fähigkeiten mitbringen. Und ja, wirklich die ganzen Leute sind das momentan mit denen die einzelnen Sachen, die einzelnen Puzzleteilchen am Erarbeiten. Jetzt werden langsam an die Teilchen zusammenzusetzen. Ihr seid ja seit 6,5 Jahren dahinter, so als Mastermind von dem ganzen Musical. Wie seid ihr da jetzt im Vorplan? Wir sind sehr gut im Vorplan. In der Probe kommen wir gut voran. Sind wir bemüht, da dran zu bleiben. Aber aufgrund von dem, dann ist wirklich genug Zeit gegeben, können wir wirklich die ganzen Figuren, die ganzen Sticker, können wir die Güte entwickeln, wir sind nicht irgendetwas durchhetzen. Aber gefreut sich eigentlich alle schon auf September 19, was sehr weit weg ist. Ist zum Teil fast in der Gefahr, dass es noch zu weit weg ist, dass wir wirklich immer so dranbleiben und schauen. Es ist zwar noch weit weg, aber immer keep going. Ihr habt ja das ehrgeizige Ziel, der Broadway hier in Oberwallis zu holen. Und es sind ja rund 200 Leute engagiert. Das ist ein riesiges Projekt. Haben wir denn auch Angst, dass man versagen kann? Ist ja auch möglich, oder? Das ist immer, ich meine, jeden Abend fragt man sich dann immer wieder, warum mache ich das? Und ich meine, die ganze Organisation von diesen ganzen Leuten, wie bringt man die zusammen mit den ganzen Finanzen, mit dem Ganzen? Klar, ich kann jetzt schon hier mal schlaflose Nacht bereiten, aber genau so einen Tag wie heute, wenn man da probt, wenn der Chor zusammen ein Lied singt, dann weiss man nachher genau, das ist der Grund, warum wir das machen. Wir können den Leuten etwas zurückgeben und wir sind überzeugt, ja, das gibt für alle eine tolle Sache. Wie tun wir sich da den Überblick bewahren über das ganze Zeug? Nur schon heute hier in der Probe, wo eine Schuppengruppe autonom voneinander eigentlich die Probe. Wie hat man da noch den Überblick? Man behält den Überblick, nicht, dass wir das Glück haben, dass wir sehr kompetente Leute in allen einzelnen Bereichen haben. Nicht nur im Künstlerischen, im Administrativen, dass wir Leute haben, die wir uns darauf verlassen können, die selbstständig arbeiten, die selber Interesse daran haben, dass das Umbra, das Musical, dass es eine gute Sache gibt.